Der Girls Day 2012. Möglichkeiten für junge Mädchen in der Männerdomäne Bundeswehr. Das Bundesamt für Wehrverwaltung präsentiert sich. Rund 40 Mädchen aus den Jahrgangsstufen 9 und 10 verschiedener Bonner Schulen sind interessiert. Ein spannender Tag steht bevor. Mit dabei auch... Also ich bin die Sophie Rasböck, ich bin 15 Jahre alt und gehe auf die Frauenschule. Ich bin Claudia und bin 16 Jahre alt und gehe auf die Frauenschule. Die beiden wollen sich zusammen mit ihren Klassenkameradinnen anschauen, was das Bundesamt für Wehrverwaltung für interessante berufliche Perspektiven zu bieten hat. Also eigentlich wollten wir mal so wissen, was man so bei der Bundeswehr alles machen kann, weil man darüber ja nicht so viel erfährt. Und ja, eigentlich lassen wir es einfach nur auf uns zukommen, weil wir selber gar keine Vorstellung haben. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie später bei der Bundeswehr arbeiten würde, weil weiß ich nicht, das ist eher sowas, was man nicht so hat, das ist eher sowas Fremdes. Und weiß ich nicht, aber vielleicht, wenn man heute sieht, was die so alles machen, überlege ich mir das nochmal. Die erste Station führt die junge Gruppe nach Köln-Wahn. Hier bei der Flugbereitschaft beim Bundesministerium der Verteidigung lernen die Mädchen die dortige Feuerwehr kennen. Hier erfahren sie grundlegende Fakten über die Ausrüstung eines Feuerwehrmannes. Zum Beispiel über deren Chemikalienanzüge. Denn die Feuerwehr ist nicht nur zum Feuerlöschen da. Wir sind hier bei der Bundeswehr, man muss sich vor nichts verstecken. Es kann auch mal sein, dass wir hier irgendwelche Einsätze mit Waffen oder Ähnlichem haben. Bei uns jetzt eher selten. Aber mit Gasen, auch mit technischen Gasen, mit denen wir hier zu tun haben. Doch es gibt auch Dinge, die Frau von der Feuerwehr kennt. Wasserschläuche, Pumpen, Spritzdüsen und natürlich Feuerwehrautos. Nun, mit einem einfachen Auto hat dieses Gefährt hier nichts mehr gemein. Bis zu 6 Kubikmeter Wasser strömen hier durch die Düse. In der Sekunde wohl bemerkt. Und nebenbei erfahren die Mädchen auch noch, dass dieses Löschfahrzeug einen Wert von fast 1 Million Euro hat. Das animiert zum Staunen. Ein Highlight ist sicherlich die Fahrt in dem Korb des Leiterwagens in luftige 14 Meter Höhe. Das Grinsen von Claudia und Sophie wird immer breiter. Claudia, Sophie, eure ersten Eindrücke hier bei der Bundeswehr, wie gefällt es euch denn? Also eigentlich ganz gut, sehr interessant, was man hier so zu sehen kriegt und so. Ja. Und das war auch schön, dass wir jetzt hier mitfahren durften. Ja. Und was erwartet ihr von dem ganzen Tag heute noch? Wird es noch besser? Also hoffen wir, ja. Okay. Aber also so ist es schon gut. Der Girls Day ist ein einmal im Jahr stattfindender Aktionstag. Mädchen und Frauen sollen motiviert werden, technische und naturwissenschaftliche Berufe zu ergreifen. Er soll damit dazu beitragen, den Anteil der weiblichen Beschäftigten in den sogenannten Männerberufen zu erhöhen. Das Bundesamt für Wehrverwaltung engagiert sich seit einigen Jahren, den jungen Mädchen Einblicke in die Männerwelt zu geben. Und dieses Engagement hat auch schon Früchte getragen. Wir haben das jetzt zum 8. Mal gemacht, heute diesen Girls Day durchzuführen. Und auch in den letzten Jahren waren es immer um die 100 Mädchen, die den Girls Day mitgemacht haben. Und die haben natürlich einen großen Einblick dann, was man bei der Wehrverwaltung alles machen kann. Jetzt gerade bei der Feuerwehr zum Beispiel, dass man dort Feuerwehrmann bzw. jetzt Feuerwehrfrau werden kann. Und es gibt schon die eine oder andere, die sich auch danach bewirbt, entweder für ein Praktikum oder sogar für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Bundeswehrverwaltung. Orts- und Klamottenwechsel. Nach einer kurzen Busfahrt erreicht die Gruppe die Schaltzentrale der Bundeswehr, das Bundesministerium der Verteidigung auf der Bonner Harthöhe. Das Ziel, die Zentraldruckerei. Die dortigen Mitarbeiter vermitteln den Mädchen den Werdegang einer einfachen Datei bis hin zum fertigen Druckerzeugnis. Von der Druckvorstufe über den Druck bis zur Weiterverarbeitung hatten die Girls die Gelegenheit, den Produktionsgang des Papiers genauestens unter die Lupe zu nehmen. Nur wenige Minuten sind nötig, um eine fertige Drucksache zu liefern. Das anfänglich geschossene Gruppenfoto wird den Mädchen als fertige Broschur zum Andenken mitgegeben. Aber nicht nur großformatige, sondern auch qualitativ hochwertige Kleindrucksachen werden hier gefertigt. Claudia und Sophie setzen unter fachkundiger Aufsicht Buchstabe an Buchstabe zu Wörtern zusammen. Und dann wird selbst gedruckt.
Tätigkeiten wie zu Gutenbergs Zeiten. Der Blaumann hängt wieder im Spind, die zivile Welt hat sie wieder und das Bild über die Bundeswehr hat sich geändert. Also ich fand es sehr schön, es hat mir Spaß gemacht, also die verschiedenen Wege zu sehen, wie man in der Bundeswehr aktiv sein kann und ja, also ich finde es schön. Ja, also ich finde, man hat halt gesehen, dass die Bundeswehr mehr als nur Soldaten besteht und man hat halt auch gesehen, woraus sie eigentlich noch besteht, also dass eigentlich viel, viel mehr dazu gehört, als man so denkt. Und dann geht er zu Ende, der Girls Day 2012. Für Claudia und Sophie ein Tag mit spannenden Eindrücken. Vielleicht werden sich die beiden an diesen Tag bei der Bundeswehr erinnern, vielleicht sogar für den eigenen persönlichen Werdegang.